Jeder gegen jeden. Heute mit diesen 12 Kandidaten. Ingo Gorband, Buchhalter aus Berlin. Bärbel Lücke-Bergfeld, Verkäuferin aus Gütersloh. Daniel Große-Beumann, Student aus München. Robert Schild, Kommunikationsdesigner aus Frankfurt. Karl-Georg Winkelkötter, Chemotechniker aus Bochum. Beate Krisch, kaufmännische Angestellte aus Neu-Ulm. Frank Weinsberg, Biologe aus Hamburg. Matthias Rosen, Firmenberater aus Filderstadt. Achim Hausdorf, Spediteur aus Leipzig. Otto Josef Lieder, Diplomchemiker aus Hildesheim. Silke Böhm, Kindergartenleiterin aus Bingen. Und Eva Dolak, Buchhändlerin aus Fürstenfeldbruck. Jeder gegen jeden. Die spannende Quizshow mit Hans-Hermann Göckel. Einen wunderschönen guten Tag. 12 Kandidaten, 3 Runden. Das sind die Fakten. Und hier sind die Fragen. Fangen wir gleich an. Ingo. Das ganze Leben ist ein Quiz. Welcher Komiker schaffte es mit dieser Weisheit in die Hitparade? Woody Allen. Harpe Kerkeling. Bärbel, wie lange dauert die kleine Strafzeit beim Eishockey? 5 Minuten. 2 Minuten. Daniel, welche Girly-Truppe landete letztes Jahr mit Wannabe einen Hit? Die Spice Girls. Richtig. Robert, über Sie, das muss ich erzählen. Habe ich eine tolle Geschichte gehört. Sie machen Wandmalerei und haben einen Friseursalon von innen gestrichen. Erzählen Sie mal, wie geht's dann weiter? Oh, wie geht's dann weiter? Also mein Lohn ist einfach ziemlich lang Haarschnitt und Produktumsatz von dem Guten. Und lebenslang die Haare geschnitten? Nicht ganz lebenslang, aber schon lang genug. Also Sie lassen sich in Naturalien auszahlen. Ein cleverer Mensch. Mal sehen, wie Sie sich hier in dieser Sendung schlagen. Robert, Ihre Frage. Wie lange ist ein Papst im Amt? Bis er stirbt. Richtig. Karl-Georg, welcher Schauspieler nervte 1991 die deutsche Nation mit seinem Lied Ich bin der Martin, ne? Keine Ahnung. Dieter Krebs war's. Beate, wie hieß der Komponist Vivaldi mit Vornamen? Tut mir leid. Antonio. Frank, in welchem Hochsicherheitsgefängnis begannen 1975 die Prozesse gegen die Baader-Meinhof-Bande? In Stammheim. Richtig, in Stuttgart, Stammheim. Matthias, was ist das Wahrzeichen von Pisa? Der schiefe Turm. Natürlich. Achim, woraus besteht das italienische Tutti Frutti? Aus Mischobst. Richtig, aus Obst. Otto Josef? Ihm drückt ein ganzer Schützenverein in Hildesheim heute die Daumen. Wie nennt sich das Wertpapier, das die Telekom seit letztem Jahr herausgibt? Die Telekom-Aktie. Die T-Aktie hätte uns gereicht, das wäre auch richtig gewesen, denn sie läuft unter T-Aktie allgemein. Silke, was findet man in einer Pinakothek? Weiß ich leider nicht. Gemälde, also Kunstwerke. Und Eva, mit welchem Sport wurde Eddie Merckx berühmt? Mit Radfahren. Richtig, das war die erste Runde. Und immerhin, 6 Kandidaten haben bislang alles gewusst. Aber die anderen dürfen natürlich nicht verzagen. Denn jetzt geht es ja erst richtig los mit jeder gegen jeden. Und Ingo bekommt die erste Frage der zweiten Runde gestellt. Häufig nehmen Künstler und Schriftsteller einen Decknamen an, unter dem sie in der Öffentlichkeit auftreten. Wie nennt man ihn? Pseudonym. Richtig, Ingo. Die 9. Achim, welches Land hat das größte Eisenbahnnetz der Welt? Amerika. Richtig, die USA. Die 3. Daniel? Welchem Kontinent wird die Insel Zypern zugeordnet? Europa. Asien. Die 2. Bärbel, der Arbeitsraum für die Durchführung naturwissenschaftlicher Untersuchungen ist ein? Ministerium. Ein Labor. Die 5. Karl-Georg, wie viele Höcker hat das Trampeltier? 2. Richtig? Ich nehme die 12. Eva, wenn ein Maler Sie nackt malt, was fertigt er dann an? Ein Akt. Richtig. Die 4 bitte. Robert, von wo aus erfolgt der Start beim Delfinschwimmen? Vom Bock. Richtig. Ich vom Startblock, ja? Genau, die 10. Otto Josef, welchem deutschen Herrscherhaus gehörte Friedrich der Große an? Den Hohenzollern.
Richtig. Wie geht's weiter? 6. Er wirkt ab, ne? Beate, haben Sie es gemerkt? Mhm. Aber sie hat es getroffen. Wie nennt man einen Verband von Kriegsschiffen oder Flugzeugen? Armada. Geschwader. Die 7. Frank, wie heißt medizinisch die Blutarmut? Hämophilie. Anämie. Die 3. Daniel, mit wie vielen Jahren laut Gesetz darf ein Jugendlicher Alkohol selbstständig erwerben und verzehren? 18. Mit 16. Die 12. Wie nennt man in Amerika einen Goldgräber, Eva? Einen Digger. Ja, das stimmt. Die 2 bitte. Bärbel, welches Gemüse bezeichnet man umgangssprachlich auch als Liebesapfel? Den Adamsapfel. Die Tomate. Tschüss, Bärbel. So fix geht das manchmal. Die 8 bitte. Es geht weiter mit Matthias. In welchem Märchen wird ein Mädchen als weiß wie Schnee, rot wie Blut und schwarz wie Ebenholz beschrieben? Schneewittchen. Richtig. Die 3. Daniel, wie heißt die höchste deutsche Spielklasse im Basketball? Bundesliga. Richtig. Ich hätte gern die 9. Achim, in welchem Jahr betrat Neil Armstrong als erster Mensch den Mond? 1969. Ja, das stimmt. 3 Uhr morgens mitteleuropäischer Zeit. Was? Dann nehme ich nochmal die 3. Ja, Daniel. Der höchste Gipfel Österreichs ist der? Großglockner. Stimmt. Ich hätte gerne die 8. Matthias. Der Haarschnitt, bei dem das glatte Haar rundum kinnlang geschnitten ist, heißt? Topfschnitt. Pagenkopf oder Pagenschnitt. Dann hätte ich gerne die 7. Wie nennt man die Blütenstände der Weide, Frank? Rispe. Kätzchen. Ich gehe nochmal auf die 9 los. Ja, aber der Achim steht da wie der Fels in der Brandung. Der nimmt das gelassen. Oh, noch. Mit welcher Naturwissenschaft befasste sich Georg Christoph Lichtenberg, der Autor scharfsinniger Aphorismen? Philosophie. Naturwissenschaft, ja, war gefragt. Ne? Physik wäre die Antwort gewesen. Die 12 bitte. Eva, in welcher deutschen Stadt steht das Pergamon-Museum? In Hannover. In Berlin. Die 1 bitteschön. Ingo, wie nennt man die Verschmelzung von Geschlechtszellen zur Bildung eines neuen Lebewesens? Klonen. Befruchtung. Der Daniel hat's gut, ne? Der verteilt hier wen die Ohrfeigen sozusagen und die anderen müssen zusammenzucken, habe ich den Eindruck. Ich hätte gerne die 11. Aber irgendwann kommt es zurück, Silke. Sie haben die Chance. Welches ist das größte Passagierflugzeug im heutigen Luftverkehr? Der Airbus. Jumbo. Seien Sie froh, dass Sie es gesagt ja. haben. Jumbo, ja, richtig. Ich hätte gerne die 10. Otto Josef, an welchem Fluss liegt Florenz? Am Arno? Dann nehme ich die 5. In Kiwis, Karl-Georg, ist hauptsächlich welches Vitamin enthalten? Vitamin C. Richtig? Ich nehme die 2. Die 3, Entschuldigung. Ja, die 2 ist schon ausgeschieden. Daniel, welcher Komponist schrieb in den 30er Jahren das Schulwerk Musik für Kinder? Czerny. Karl Orff. Und wer viel austeilt, der muss auch einstecken können. Daniel ist raus. Karl-Georg macht weiter. Die 1. Jetzt die 1, nämlich Ingo. Wer bestimmt bei einem Tanzstück den Entwurf der Figuren und die Schrittfolgen? Der Choreograf. Richtig, Ingo. Die 4. Wie nennt man im Sport den Austragungsmodus, bei dem eine Niederlage zum unmittelbaren Ausscheiden führt? K.O.-System. Richtig, Robert. Ich nehme die 7. Frank, welcher Umweltschutzorganisation gehört das Segelschiff Vega? Robin Wood. Greenpeace. Und auch Frank ist raus. Dann nehme ich die 9. Achim, Bundesautobahnen sind mit geraden und ungeraden Ziffern nummeriert. Ist Ihnen bestimmt schon einmal aufgefallen.
Richtig. Die Frage aber, welche Richtung geben die ungeraden Zahlen an? Nord-Süd oder Süd-Nord. Die Geraden gehen von Westen nach Osten oder von Osten nach Westen. Also muss man auch alles wissen, ne? Aber demnächst mal drauf achten. Ganz interessant, wenn man über die Autobahn fährt. Dann nehme ich die 6. Beate, welche Stilepoche folgte der Romanik? Gotik. Stimmt. Nehme ich die 10. Otto Josef, Sie wollen sich von einem Japaner in seiner Sprache verabschieden. Wie sagen Sie auf Wiedersehen? Sayonara. Richtig, Otto Josef. Die 4. Robert, ein großer Flugkäfig für Vögel ist eine? Voliere. Stimmt. Die 11. Silke, Harald Schmidt nennt sie immer wieder die erfolgreichste Serie bei Sat.1. Aus welcher Stadt sind die dicken Kinder? Aus Landau. Ja, natürlich. Eine Kultserie inzwischen. Ich nehme die 1. Ingo, 1588 wurde die spanische Armada in welchem Kanal versenkt? Im Ärmelkanal. Ja. Die 4 bitte. Robert, bei welcher Wintersportart kommen Besen zum Einsatz? Beim Eisstockschießen. Richtig. Die 12 bitte. Wie nennt man den Gemütszustand, Eva, der durch Gleichgültigkeit, Traurigkeit und Schwermut gekennzeichnet ist? Lethargie. Melancholie ist es. Dann die 1. Ja, ganz rüber zu Ingo. Welche römische Truppeneinheit bestand aus rund 500 Soldaten und machte somit ein Zehntel einer Legion aus? Eine Kohorte? Ja, richtig, Ingo. Die 9. Für welchen Fußballverein spielt, große Auswahl in Deutschland, ich nenne einen Namen, Stefan Effenberg? Für Borussia Dortmund. Für Borussia Mönchengladbach. Achim hat's erwischt. Ingo? Die 12 bitte. Eva, wann beginnt traditionell die närrische Zeit der Karnevalisten? Am 11.11. Um 11.11 Uhr, genau. Ja. Die 10 bitte. Otto Josef, welche Stadt baute Herodes glanzvoll aus? Jerusalem. Ja. 4. Robert, wie hieß die Band, die Peter Green 1967 gründete? Keine Ahnung. Fleetwood Mac. Oh. Die 5. Welchen Namen, Karl Georg, trägt das wohl berühmteste Benzinfeuerzeug der Welt, das einen angeblich nie im Stich lässt? Big. Das Zippo-Feuerzeug, sozusagen die Harley-Davidson der Feuerzeuge, Kultur pur. Otto, Josef, die 1. Wie geht's weiter? Mit Ingo. Der türkische Trauben- oder Pflaumenbranntwein mit Anisaroma heißt? Arak. Raki. Und auch Ingo hat's erwischt. Otto Josef, Sie haben immer noch die Wahl. Die 4. Robert, wie lautet der Titel der Kampagne der Tierschutzbewegung PETA, für die Topmodels ihre Blöße geben? Lieber nackt als Pelz. Die 5. Wie wurden in der griechischen Mythologie die Fluss- und Quellnymphen genannt? Nixen. Najaden waren's. Die 12. Eva, zu welchem Land gehört die Insel Rømø? Zu Norwegen. Zu Dänemark, die größte dänische Insel in der Nordsee. Die 11. Silke, welche ist die Urform der fotografischen Kamera? Weiß ich nicht. Die Kamera Obscura. Otto Josef. Die 8. Er verteilt gerecht. Erstmal alle die, die noch 2 Lichter haben, kommen jetzt dran. Matthias, und das sind in diesem Fall Sie. Mit welchem aus dem Griechischen stammenden Wort bezeichnet man allgemein die Liebe zu den Büchern? Mit Bibliophilie. Otto Josef. Die 4. Wie nennt man in der Bekleidungsindustrie die Wolle der Erstschuhe eines Schafes, Robert? Woher? Lambswool. Ja, es sind noch 4. 2 Damen, 2 Herren. Otto Josef hat die Wahl. Die 11. Er wägt ab, wie immer, und Silke trifft es.
Wie heißt die Frau von Hagar, dem Schrecklichen? Keine Ahnung. Helga heißt sie. Und das sind sie, unsere heutigen drei, die das Finale bestreiten werden. Streitbare Geister, aber nur im geistigen Sinne. Beate Krisch aus Neu-Ulm. Beate hat ein seltenes Hobby. Sie sammelt traurige Clowns und Glasfiguren. Sie beginnt die letzte Runde mit einem Punkt. Matthias Rosen aus Filderstadt bläst auf der Trompete und lag auch zweimal daneben. Und Otto Josef Lieder aus Hildesheim. In seiner Freizeit beobachtet er am liebsten den Himmel. Wie die anderen beiden beginnt er die Endrunde mit einem Punkt. Das Finale wird ein harter, aber fairer Kampf. Wie immer, Hans Hermann. Unser zweites Tagesfinale in diesem Monat April. Fangen wir an. Konzentration. Beate, Matthias und Otto Josef, Sie wissen, es geht um viel. Um 5000 Mark. Sie sind bereit? Dann geht's los. Wie nennt man die Gesamtheit von Raum, Materie und Antimaterie? Universum. Alle Welt kennt Bundestrainer Vogts, nur unter Berti. Sein vollständiger Vorname lautet, Matthias? Hans-Hubert. Richtig. Wie hieß das am 8. August 1945 in Deutschland gebildete oberste Regierungsorgan der vier Besatzungsmächte? Der alliierte Kontrollrat. In welcher Religion ist das Nirvana das Heilsziel? Otto Josef? Im Hinduismus. Richtig. Wie heißt das oberste Organ der Bundesrepublik Deutschland? Beate? Bundesverfassungsgericht. Die Bundesregierung. Welches Instrument spielt der Jazzmusiker Keith Jarrett? Piano oder Klavier hätte mir auch gereicht. Wie nennt man im Tennis den zweiten fehlerhaften Aufschlag, durch den der Gegner einen Punkt gewinnt? Matthias? Doppelfehler. Ja. Wann genau beginnt laut Kalender der Herbst? Matthias? Am 23. September. Am 22. September. Welchem Tierstamm gehören Pantoffeltierchen an? Otto Josef? Einzeller und Infusorien. Richtig. Das Fremdwort für die Milchstraßensysteme. Otto Josef? Galaxien. Richtig, Otto Josef, prima. Sie haben als erster dreimal richtig geantwortet. Wie bitte geht es weiter? Matthias? Wie viel Karat, Matthias, entspricht Gold mit einem Feingehalt von 1000 Promille? Ein Karat. 24 Karat. Ich selbst. Diese japanischen Happen, mit rohem Fisch oder Gemüse belegt, sind unter welchem Namen bekannt? Muss ich passen. Sushi. Und wieder der Buzzer. Wie hieß der italienische Konstrukteur, der durch seine in Maranello gebauten Rennwagen bekannt wurde? Enzo Ferrari. Wie lautete das Wort des Jahres 1996, das die Bundesregierung geprägt hat? Otto Josef? Rentnerschwemme. Sparpaket. Wer behauptete von sich, der Kaiser aller Russen zu sein? Zar Peter I. Was verbirgt sich hinter dem Begriff Acetylsalicylsäure? Otto Josef? Aspirin. Richtig. Josef, Sie bestimmen. Beate. Welches Amphitheater in Rom ist das größte der antiken Welt? Kolosseum. Das stimmt. Ihre Wahl bitte. Otto Josef. Wie heißt das Land, das an Kanadas Süden grenzt? USA. Ja. Entschuldigung. Ist richtig. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, Otto Josef. Es ist alles richtig. Ich hätte doch buzzern. Nee, nein, brauchen Sie nicht. Sie sind nominiert worden. Wie geht's weiter, Otto Josef? Beate. Beate, welcher Deutsche gewann 1985 in Wimbledon das Herreneinzel? Boris Becker. Richtig. Otto Josef. Wann brach der Koreakrieg aus? 1950. Stimmt. Matthias. Wie nennt man die Elendsviertel der USA? Slums. Ja. Der Otto Josef, bitte. Was stellt der rote Punkt auf der japanischen Nationalflagge dar? Die aufgehende Sonne.
Richtig. Beate. Das Gegenteil von Revolution ist? Weiß ich nicht. Evolution. Und jetzt haben alle drei nur noch ein Licht. Otto Josef bestimmt. Matthias. Wie nennt man den erhitzten Punsch, über dem ein rumgetränkter Zuckerhut entflammt wird? Feuerzangenbowle, ich sag nur Heinz Rühmann und die Feuerzangenbowle. Ja, Otto Josef, wie geht's weiter? Beate. Wer schrieb das Gedicht Die Lorelei? Weiß nicht. Heinrich Heine. Und wir haben ihn, den Tagessieger, Otto Josef, mit 71 Punkten. Ein Punkt kommt dazu, ein Licht brannte noch. Otto Josef, das sind 72 Punkte. Jetzt aber geht es weiter. 5.000 Mark gehören Ihnen. Die kann Ihnen niemand mehr nehmen. Aber Sie können noch reichlich Punkte machen, um in das Monatsfinale zu kommen. Sind Sie bereit? Ich bin bereit. Von welcher nordischen Hirschart leben die Lappen? Rentiere. Richtig. Welcher gilt als der größte unter den Billardtischen? Pool. Der Snooker. Wo in Deutschland befindet sich der Hauptsitz der Neckermann Versand AG? In Frankfurt. Richtig. Wie viele tausend Billionen hat eine Billiarde? Billiarde. Eine. Und die letzte Frage. Wie heißt die Hauptstadt der italienischen Region Ligurien? Genua. Otto Josef, 92 Punkte sind es geworden. Damit liegen Sie, Sie sehen es selbst, momentan auf Rang 1 unserer monatlichen Hitliste. Aber Sie wissen es auch, der Monat ist noch jung, da kann noch so viel passieren. Sie müssen sich noch einige Wochen gedulden, um zu erfahren, ob Sie auch wirklich im Monatsfinale sind. Machen Sie es gut, schönen Abend noch, auf Wiedersehen.